Guten Tag, meine Freunde. Bei den ganzen Vorbestellerwaren, was es bei mir alles gibt zum Vorbestellen, hier die Vinyl von Rise of Kronos, Final Cry, Brutal Spinster, da möchte ich nochmal exklusiv eine Band empfehlen, und zwar Tears Can Nellstorm. Das Album habe ich als CD vor einiger Zeit rausgebracht. Das ist jetzt gerade auch noch als Vinyl im Presswerk, und einige haben es schon vorbestellt, und ich möchte den Pre-Order-Link packe ich unten nochmal rein, damit das nochmal in Erinnerung gerufen wird, dass man die Schallplatte bestellen kann, ne? Die ist limitiert auf 200 Stück in einem grün marmorierten Farbton. Guckt euch das mal an bei mir im Shop, und dann unterstützt die Band. Ihr kennt das ja, das Ganze. Und das ist eine richtig gute Sache. Und für die ganzen Vinyl-Freaks, ne, ist natürlich das Album nicht einfach CD-Track auf Vinyl. Auf keinen Fall. Das, also, die haben sich ja schon nicht lumpen lassen, ne, und haben extra für Vinyl mastern lassen. Das heißt also, es ist richtig gute Qualität halt, ne? Sehr hochwertig. Und ja, schaut euch das mal an bei mir im KKR-Shop, und unterstützt die Band, unterstützt das Label, und dann bestellt immer Tears Can Nellstorm vor, ne? Oder behaltet die im Auge, wenn die erscheint. Weil ich denke mal, auch wenn Konzerte müssen ja irgendwann wieder stattfinden, dann dass sie auch die Schallplatte im Gepäck haben. Dann könnt ihr die auch vor Ort kaufen, auf dem Konzert. Macht ja auch Spaß, könnt ihr euch gleich unterschreiben lassen, ne? Und dann, es geht ja alles. Gut, das wollte ich einmal sagen, wollte ich einmal loswerden. Dann wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass am 8.4. ist ja auch bald, ne, dieses wunderschöne Mortal Hatred Digipack-Album rauskommt. Ihr könnt das natürlich auch vorbestellen im KKR-Shop. Das ist richtig fettes Digipack. Das ist eine Doppel-CD. Könnt ihr euch mal angucken. Das Licht blendet ein bisschen, also man kann nicht gut erkennen, ne? Jedenfalls wollte ich mal darauf hinweisen, am 8.4. Mortal Hatred, 11 Songs, das stimmt gar nicht, das sind 14 Songs auf 2 CDs, ne? Und das ist richtig geiles, ja, richtig geiles Geballer, wollte ich gerade sagen, ne? Das macht richtig Spaß. Genau, hört euch das mal an. Und dann, im letzten Video habe ich erzählt von Mutanta, ne? Da habe ich auch noch ein paar CDs hier. Die klingen wie die ersten D-Side, da werden die auch verglichen mit, ne? Das ist auch was richtig Gutes. Also, wer die Band unterstützen möchte, kauft hier so eine CD mit, ne? Und dann, ja, ist richtig gut halt. Und dann, ich habe jetzt noch ein paar Poster gemacht, halt damit mein KKR-Radio ein bisschen be besser bewerben kann. Ich habe DIN A4 Poster, hehe. Und dann kann ich irgendwo verteilen, mal sehen, oder Bestellungen beilegen halt, ne? Ja, oder hinlegen. Und dann noch zum Schluss einmal wieder meine Tasse. Diese Tasse ist jetzt 15 Mal verkauft. Und dann, ja, ich denke mal, die kommt gut an bei den Leuten. Ich denke mal, wegen meinem Logo vielleicht, weil innen schwarz, Henkel schwarz, ne? Qualität ist einwandfrei. Lieferung ist sehr schnell. Perfekt, ne? Dann, ja, das war's eigentlich, was ich sagen wollte. Merkt euch Tears Can Nellstorm als Vinyl und Mortal Hatred als Doppelpack, Doppel-CD, ne? Bis dann.